Hey Leute, Techniker hier. Ich will euch heute ein bisschen was vorstellen. Und zwar geht es um die Leanly Streamer Plus Kabel. Einmal das Mainboard-Kabel und einmal das Grafikkartenkabel. Ich habe mir kurz mal beides besorgt und will euch heute diese zwei geilen RGB-Produkte vorstellen. Also bleibt dran. Ja, ich habe meinen eigenen PC in einen kleinen RGB-Umbau vorgenommen und dabei kamen diese Leanly Streamer Plus Kabel eben im Einsatz und ich fand das Ergebnis wirklich so cool, dass ich mir dachte, ich muss darüber ein Video machen, ich muss meiner Community zeigen, was diese Leanly Streamer Plus Kabel denn alles können. RGB-technisch, das ist wirklich der Wahnsinn. Deswegen heute kommt es hier heute zu diesem Video. Die haben einen stolzen Preis, ja, das erstmal vorweg, die liegen ungefähr bei 80, 90 Euro, wenn man die als Set kauft. Die lohnen sich aber, finde ich, für das Geld, denn es sind eigentlich nur Netzteil-Extensions, also gesleevte Kabel, die als Verlängerung eures Netzteilskabels dienen und wirklich viel schöner eben zum Mainboard führen. Und zudem bieten die wirklich extrem viele RGB-LED-Punkte. Und zwar sind es beim 24-Pin-ATX-Stromkabel, das was zum Mainboard führt, 120 RGB-LED-Punkte, die man komplett ansteuern kann. Und beim VGA-Kabel, also 2x8-Pin, haben wir 106 RGB-LED-Punkte. Die Verarbeitung ist wirklich von den Kabeln wirklich top. Es sind im Prinzip nur gesleevte weiße Kabel, aber auf diesen liegt eben nochmal so eine Schale drüber, wo sich die ganzen RGB-LED-Punkte befinden. Und diese haben auch bei der neuen Revision, bei der Plus, eben nochmal so einen Diffusor oben drüber, sodass die Farben wirklich schöner, sage ich mal, verschmelzen, sage ich mal, anstatt wie bei der vorangegangenen Version in Leanly Streamern, wie so kleine eingetrocknete Spaghettis irgendwie ins Gehäuse rein verschwinden. Es ist hier wirklich sehr, sehr, sehr viel schöner gelöst. Von daher hier bitte auch wirklich vorsichtig beim Kauf, dass ihr nicht zu den Leanly Streamern greift, sondern wirklich schaut, dass das Plus dahinter steht. Und dann habt ihr nämlich die neue Revision, die sehen wesentlich besser aus. Was ist wichtig zu wissen beim Kauf? Definitiv als allererstes möchte ich erwähnen, nur beim 24-Pin-ATX-Stromkabel ist die Box dabei, mit der ich überhaupt erst alles RGB-technisch ansteuern kann. Das heißt, fangt bitte mit dem 24-Pin-ATX-Stromkabel an, denn wenn ihr nur das VGA-Kabel kauft, könnt ihr das nirgendwo wirklich anschließen. Und auch beim 24-Pin-ATX-Stromkabel nur da ist der Controller selber dabei, beziehungsweise die ganzen Kabel, die ihr braucht, um das Ganze eben auch mit dem Mainboard zu synchronisieren, falls ihr möchtet. Allerdings muss ich da ganz gleich eins vorwegnehmen. Ich persönlich würde die Steuerung der eigenen Box von Leanly überlassen, denn nur diese weiß wirklich, wie viele RGB-LED-Punkte sie zum Ansteuern hat und ermöglicht somit viel mehr RGB-Effekte, als es vielleicht eine Asus AuraSync oder RGB Fusion Software von eurem Mainboard-Hersteller eben überhaupt an diese Teile weitergeben kann. Und somit ist das Spektrum an RGB-Effekten, die man über diese Box erzielt, wesentlich größer und viel, viel, viel cooler als das, was ihr in eurer Software einstellen könnt. Von daher, wie gesagt, mein Rat, steuert das Ganze über die Box. Diese Box hat einen kleinen Nachteil, finde ich, und zwar ist es so, dass sie keine Fernbedienung hat. Das heißt, die liegt entweder irgendwo im Case rum oder ihr schafft es irgendwie, diese Box nach außen zu führen und dann könnt ihr das Ganze über die Tasten eben lösen. Denn diese kleine Box hat 4 Tasten. Die eine Taste ist die Mode-Taste, damit kann man die RGB-Effekte, sage ich mal, durchschalten. Dann gibt es noch eine Taste, wo man die Farbe des RGB-Effekts umstellen kann, also die Colors, damit man die einzelnen Colors oder eben Rainbow eben durchlaufen lässt, den jeweiligen Effekt. Dann hat man noch eine Speed-Taste, womit man die Geschwindigkeiten der Effekte einstellen kann. Und dann hat man noch eine Taste, womit man die Helligkeit der RGB-LEDs einstellen kann. Und die ist relativ wichtig, denn ich kann euch ja eins gleich sagen, das Ding hat so heftig helle RGB-LED-Punkte. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe sowas kaum gesehen. Ich habe ja selber Corsair Dominator-Arbeitsspeicher mit Capellix-LEDs und habe eine Corsair Wasserkühlung auch mit Capellix-LEDs. Aber die Leanly Streamer Plus Kabel leuchten wirklich
noch mal eine Stufe heller. Ich weiß nicht, wie die das schaffen, aber das ist wirklich echt extrem. Und da gibt es definitiv einen Pluspunkt. Und da kann man aber, wenn es zu hell sein sollte, natürlich auch die Helligkeit runterregeln. Wie man das Ganze anschließt, ist eigentlich sehr, sehr, sehr simpel. Wie bereits gesagt, man hat eine kleine Lian-Li-Box mit diesen vier Tasten, wo man alles einstellen kann. Diese Box hat an der oberen Kante zwei Anschlüsse. In das eine Teil kommt eben das 24-Pin-ATX-Anschlusskabel, was man eben hier vorfindet. Und in den anderen Port kommt das 2x8-Pin-VGA-Anschluss. Währenddessen hat man unten an der Box drei Anschlüsse. Der erste Anschluss ist dafür da, damit man mit einem beigefügten Kabel eben sich vom SATA-Stromanschluss vom Netzteil eben den Strom besorgen kann, damit die RGB-LEDs und der Controller überhaupt erst arbeiten können. Und dann haben wir hier noch zwei Anschlüsse an der Box, den zweiten und den dritten Anschluss. Der eine ist dafür da, damit man eben das Adapterkabel anschließen kann, womit man das eben an das Mainboard anschließen kann und somit über die RGB-Software eures Mainboard-Herstellern synchronisieren kann mit allen anderen RGB-Sachen, die in eurem PC habt. Und der dritte Anschluss ist dann dafür da, damit man eben dieses RGB-Signal, was man vom Mainboard bekommt, nicht nur in die Box reintut, sondern wirklich zu anderen Geräten eben auch nochmal weiterführen kann. Wie gesagt, aber da wirklich mein Rat, benutzt es nicht mit dem 5 Volt ARGB-Anschluss, denn dann gehen euch wirklich ziemlich coole und ziemlich viele Effekte wirklich flöten. Das finde ich persönlich sehr schade. Was wir jetzt erstmal machen, wir schauen uns erst jetzt mal alle RGB-Effekte wirklich im Detail mal an. Da werden wir hier kurz mal hier so ein Timelapse durchlaufen lassen, wo ich, was man hier eben alles einstellen kann. Und danach sprechen wir uns nochmal kurz drüber, wie ich denn persönlich diesen Umbau eben gefunden habe und ob sich diese Kabel auch wirklich lohnen.
Ja, ihr habt es gesehen, die RGB-LED-Effekte sind wirklich einfach der Hammer von diesen Kabeln. Also da hat wirklich Lian Li RGB-technisch wirklich was wirklich Ordentliches hingezaubert. Und ihr habt auch gesehen, wie aufwendig diese RGB-Effekte überhaupt sind. Und diese hohe Anzahl an 120 RGB-LED-Punkte bzw. 106 beim VGA-Kabel ist halt einfach so immens. Und sowas kann halt nur der eigene Controller steuern, denn nur dieser weiß wirklich Bescheid, wie viele RGB-LED-Punkte und in welcher Anordnung sich eben diese befinden. Von daher ist es mein Rat, diese Box nicht mit dem Mainboard zu synchronisieren und nicht mit der AuraSync oder RGB Fusion Software oder was auch immer ihr auf dem PC habt oder was für Mainboard-Hersteller habt, zu synchronisieren. Denn dann gehen so viele RGB-Effekte verloren, dass ich es fast dann schon schade finde, die Kabel überhaupt zu kaufen. Also steuert es, wie gesagt, über die Box. Der einzige riesengroße Nachteil ist halt, wie gesagt, dass diese Box halt wirklich manuell gesteuert werden muss. Ich verstehe auch nicht, wieso Lian Li da nicht irgendwie eine kleine Fernbedienung oder irgendwie eine eigene Software irgendwie mit liefern kann oder irgendwie irgendwas, damit man es besser ansteuern kann. Das ist mir persönlich ein bisschen ein Rätsel bei dem stolzen Preis, muss ich zugeben. Aber wie gesagt, wenn man jetzt das RGB nicht ständig umstellt, ist es wirklich eine schöne Option, dass man eben das Ganze über den Controller eben einstellen muss. Man kann, wie gesagt, das Ganze aber auch synchronisieren, wobei wirklich sehr, sehr viele RGB-Effekte verloren gehen. In meiner Gemeinde gibt es natürlich jetzt sehr viele Leute, die Corsair-mäßig drauf sind und vielleicht das Ganze in die Corsair IQ-Software einbinden möchten. Ja, dafür gibt es auch eine Lösung. Ist ein bisschen eine tricky Lösung, aber da werde ich auch nochmal extra und separat ein Video wahrscheinlich dazu machen und euch ein cooles Kabel vorstellen, womit man das Ganze eben auch lösen kann. Allerdings spielt sich hier aber fast das gleiche ab. Man verliert dadurch wirklich relativ viele RGB-Effekte, aber wie gesagt, dazu mehr im Folgevideo. Kaufempfehlung von Technica? Definitiv. Also so viel RGB für so wenig Geld und so viele FPS mehr durch RGB muss man sich einfach gönnen, bin ich der Meinung. Mir gefallen diese Kabel sehr. Verarbeitungstechnisch, Style und RGB-Effekte sind wirklich der Hammer, was man da einstellen kann. Und ich finde halt, dass es super futuristisch aussieht. Diese ganzen RGB-Leuchtstreifen, sage ich mal, in die Grafikkarte und ins Mainboard reinwandern. Das hat mich persönlich extremst begeistert. Und ich werde schauen, dass ich es wirklich nicht nur in meinem einen Bild, sondern wahrscheinlich auch in den anderen Bild noch mal auch reinzaubern werde. Ich stelle es mir auch richtig cool vor mit NZXT-Komponenten, weil es wirklich diese Schlichtheit und dieses futuristische Aussehen wirklich da wirklich sehr, sehr, sehr schön passt, denke ich. Ihr habt meinen Umbau gesehen im Corsair 680X mit den Corsair QL-Lüftern, mit der Capellix, mit dem Dominator-Arbeitsspeicher, mit der schönen Asus-Grafikkarte und den Asus-Mainboard. Ist es auch natürlich der Wahnsinn, kann man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, ich denke, dass es in vielen Builds wirklich schön und sauber aussieht, wenn man diese Kabel verbaut. 90 bzw. 80 Euro, stolzer Preis. Ich tue die hier unten mal in die Beschreibung reinpacken. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr wirklich zu diesem Produkt greifen wollt oder ob ihr vielleicht bei der Non-RGB-Variante mit den normalen Cable-Mods auch zurechtkommt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, für dieses Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war wirklich aufschlussreich, was man denn, also ob man dieses Produkt kaufen sollte oder nicht. Ich freue mich immer wieder sehr, dass alle Leute hier wirklich so nette Kommentare da lassen. Das ist wirklich der Hammer und ich bin so immens dankbar dafür. Und mir macht es so viel Spaß, hier weiterzumachen. Und ich danke euch wirklich für diese außerordentlich super tollen Kommentare, die ihr da lasst. Abonnieren tut ihr, liken tut ihr, Video sharen tut ihr, denn die Community wird von Tag zu Tag größer. Von daher wirklich, ohne jetzt danach zu fragen, dass ihr sowas machen sollt, Dankeschön dafür. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.